Der große Sat.1 Frühstücksfernsehen Wasseraufsprudler-Schnelltest. Was kann dieses Superschnäppchen für 40 Euro im Vergleich zur Konkurrenz? Ein mittelgünstiger Streamer für knapp 78 und ein Designer-Aufsprudler für fast 220 Euro. Unsere Testkriterien: Preis, Handling und Sprudelfaktor. Streamen ist die Technologie der Zukunft, nicht nur im Bereich Serien und Filme, nein, auch bei der Wasseraufbereitung zu Hause. Ich bin hier zu Hause und ich habe zu Gast unseren Technikguru Sascha Zöller. Sascha, 40 Euro für einen Wasseraufsprudler, wie geht sowas eigentlich? Also es geht halt nur dadurch, dass das schon ein sehr bekanntes Produkt ist. Damit hat, glaube ich, jeder angefangen. Ich kenne viele Leute, die das heute noch im Einsatz haben, über Jahre hinweg. Der Soda-Streamer Kool ist zwar kein Gerät der allerneuesten Generation, kostet normalerweise aber 65 Euro statt 40. Das ist das teuerste Produkt. Ich kriege eine Flasche mit, die ist aus Plastik. Ich habe hier Edelstahl, ich habe hier zwei Flaschen aus Glas. Ganz klar für mich der Sieger, wenn es rein Preis ist. Ich habe zwei unterschiedliche Flaschen mit dabei und ich glaube, für 40 Euro kannst du nichts verkehrt machen. Also maximale Punktzahl erstmal nur für den super Preis. Klar, mit Edelstahl und Glas wird es natürlich teurer. Dann wollen wir die mal scharf machen, die drei Geräte. Eine Gaskartusche bitte. Jawohl, danke. Bei unserem Schnäppchen und dem mittelpreisigen Streamer lässt sich die Gaskartusche nicht ganz so leicht einbauen wie beim teuren. Also ich brauche nichts abschrauben, ich muss nichts mehr weiter dran machen. Ist natürlich eine ganz einfache Geschichte. Doch beim Handling kommt es vor allem auf das Streamen selbst an. Los geht's mit unserem Schnäppchen. Bis es platzt, ja. Oh, scheiße. Was will ich denn jetzt machen? Ah, das war mein Fehler. Okay. Das war eben menschliches Versagen und kein Geräteproblem. Wir machen hier den zweiten Versuch. Festschrauben. Das muss richtig fest sein, wie und wir gesagt haben. Jetzt kann ich hier. Na geht doch. Wir vergeben fürs Handling insgesamt 2 von 3 Punkten. Die Panne geht natürlich aufs Haus und nicht in die Bewertung ein. Beim mittelpreisigen Aufsprudler ist die Bedienung auch nur mittelkomfortabel. Und wir vergeben auch hier nur 2 von 3 Punkten fürs Handling. Das Designerstück für über 200 Euro bekommt 3 Punkte. Ah. Wer macht ein Geräusch, wenn mehr nicht mehr geht? Jetzt würden wir natürlich mal gerne wissen, ob auch wirklich alles angekommen ist. Der gewünschte Kohlensäuregehalt lässt sich durch kurzes oder langes Drücken bei allen Geräten variieren. Wichtig ist aber, wie viel Gas beim maximalen Druck im Wasser ankommt, also der Sprudelfaktor. Schütte uns mal ein. Unser Preisfavorit für 40 Euro. Guter, Prost. Das ist wirklich sprudelig. Gefühlt würde ich sagen, viel mehr geht schon gar nicht. Ne? Also bekommt unser Schnäppchen auch die volle Punktzahl in Sachen Sprudelfaktor. Und wie viel Kohlensäuregehalt schafft das mittelpreisige Gerät? Sieht man den Unterschied? Ist weniger. Spürbar, ne? Spürbar weniger. Spürbar. Obwohl wir optisch maximal gepresst haben. Darum gibt es hier nur 2 von 3 Punkten für den Sprudelfaktor. Letzte Runde. Letzte Runde. Einer geht noch. Einer geht noch. Was willst du für Punkte vergeben? Also maximal 3 für Sprudeligkeit? Also maximal 3 sind die beiden ganz weit. Beide 3. So, und ich kann keinen. 3 Punkte. 3 Punkte. 2 Punkte. 2 Punkte. Und damit zum Experten-Gesamturteil. Was taugt unser Soda-Streamer Superschnäppchen? Für 40 Euro kann man nichts verkehrt machen. Ich krieg genau das, was ich brauche. Ich krieg eine Kartusche, die ich relativ schnell einsetzen kann. Ich krieg ein sehr sprudeliges Wasser raus für 40 Euro. Super. In der Gesamtauswertung unseres Schnelltests liegt das Schnäppchen nach unseren Kriterien mit 8 von 9 Punkten sogar knapp vorn. Die beiden anderen Geräte sind aber ebenfalls echte Leistungsträger.